Du willst jetzt sofort Videos erstellen und deinen Hintergrund löschen, hast aber keinen Greenscreen? Dann ist das gar kein Problem. Das Einzige, was du brauchst, ist eine Cam, OBS Studio und dieses Tutorial. Let's go! Ich meine, wir haben es alle schon gesehen auf Zoom, auf Skype, auf Microsoft Teams oder Google Meet. Man kann seinen Hintergrund austauschen, ohne dass man einen Greenscreen aufstellen muss. Das Ganze nennt sich virtueller Hintergrund und die meisten nutzen es, weil man entweder sein Zimmer nicht zeigen möchte oder einfach keine Lust hat aufzuräumen. Sehr, sehr viele OBS-Nutzer wollten dieses Feature haben und bisher gab es nur Müll auf dem Markt. Ich meine, keiner will permanent ein gecrashtes OBS-Studio nutzen. No. Zumal Aggressionen auftauchen, sobald der Mauscursor sich zu einem Ring verwandelt. Ihr wisst, was ich meine. Nun, es ist Schluss damit, denn es gibt ein Plugin, was nicht rechenintensiv ist und an sich sehr gute Qualität liefert. Ohne Greenscreen. Wir schauen uns das gemeinsam an, dazu wechseln wir jetzt zu meinem Rechner. Als erstes laden wir uns das Plugin herunter, den Download-Link findest du unten in der Videobeschreibung. Es öffnet sich diese OBS-Seite, wir klicken auf Go to Download und anschließend landen wir hier auf der GitHub-Seite. Bloß nicht verwirren lassen, wir scrollen runter zu Assets und wie du siehst, gibt es dieses Plugin sowohl für Mac als auch für Windows. In dem Fall klicke ich auf Windows, weil ich eben halt einen Windows-Rechner gerade nutze. Ich entbacke die ZIP-Datei, dazu kannst du dir kostenlos 7 ZIP runterladen, rechtsklick und entpacken. In dem Ordner sind zwei Unterordner. Ich markiere beide, mache einen Rechtsklick und kopieren. Und das war ein Hupen von da draußen. Also nochmal, in dem Ordner sind auf jeden Fall zwei Unterordner. Ich markiere beide, mache einen Rechtsklick und kopieren. Dann gehen wir anschließend auf Laufwerk C, Programm Files und OBS Studio, machen erneut einen Rechtsklick und einfügen. Anschließend starten wir OBS und ich mache einen Rechtsklick unter Quellen, hinzufügen und füge ein Videoaufnahmegerät hinzu. In meinem Fall ist das dann meine Cam, ja mein Camlink und hier bin ich. Anschließend mache ich erneut einen Rechtsklick, jedoch dieses Mal auf mein Videoaufnahmegerät und klicke auf Filter. Und hier gehe ich auf das Pluszeichen und wähle Background Removal aus. Auf den ersten Blick sieht das Ganze gut aus, dafür, dass ich gar kein Greenscreen gerade verwende. Hier sind verschiedene Parameter, die ich einstellen kann. Unter Background Color kann ich dann eine Hintergrundfarbe auswählen, hier in Grün beispielsweise. Aber so brauchen wir ja kein Greenscreen. Threshold, Konturfilter, Smooth, Silhouette. Hier wäre ich auf jeden Fall sehr vorsichtig. Unser Ziel ist ja sowieso, unser Hintergrund zu löschen. Dann gibt es eine Liste unter Segmentation Model. Hier sollte man wirklich für sich selbst entscheiden, welches funktioniert für mich am besten. Werde ich meine Hand immer wieder anheben, dann sollte man dies umstellen. Also wirklich, hier kann ich keine Richtwerte geben. Hier müsst ihr auf jeden Fall selbst entscheiden, was passt gerade am besten zu mir. Wenn wir das gemacht haben, können wir dann einen Hintergrund hinzufügen. Ich mache das jetzt 0815 mäßig, weil ich keine Spiele hier auf meinem Rechner habe. Ich mache erneut einen Rechtsklick unter Quellen, hinzufügen, Medienquelle und wähle ein Hintergrundvideo aus. Am besten sogar mit der Loop-Funktion, also Dauerschleife. Und da bin ich, hey! Ohne Greenscreen kann jetzt Videos aufnehmen oder du kannst beispielsweise deinen Bildschirm teilen, öffnest Photoshop, beispielsweise jetzt, und packst dich unten in die Ecke, nimmst Tutorials auf und man kann dich halt parallel sehen. Diese Art von Videos kannst du erstellen damit, aber auch Gaming-Videos, du kannst dein Elgato damit verbinden, das alles ist möglich. Und wie gesagt, ich möchte darauf nochmal hinweisen, das ist nicht 1:1 wie ein Greenscreen. Klar kann man definitiv, also hundertprozentig bessere Ergebnisse erzielen, aber ich muss ehrlich sagen, diese Qualität für, also wirklich ohne Greenscreen, ist enorm gut. Also ich bin echt begeistert davon. Freunde, das war's mit dem heutigen OBS-Tutorial, aber du kannst noch viele weitere spannende Videos hier auf dem Kanal finden. Suchst du weitere Tutorials zu OBS, Premiere Pro, After Effects oder Photoshop beispielsweise, dann klick unbedingt auf diese Playlist oder suchst du nach YouTube-Tipps, dann klick auf die andere Playlist. Willst du mich supporten, dann gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und aktiviere auch gleichzeitig die Benachrichtigungsglocke. Dann schalte unbedingt wieder ein, wenn es heißt MediaBox Tutorials. Ciao!